Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected. Ich habe ausreichend geschlafen, habe mir jetzt alle Pilze, die wir noch hatten, reingezimmert, weil ich einen Vitaminmangel hatte. Und den ganzen Speck, also die 4 Speck, die ich hatte, habe ich auch noch gefuttert. Jetzt habe ich hier gar nichts mehr drin an Essen. Aber gut, ist wie es ist. Oh Gott. Ich packe mal jetzt noch 2, 3 Sachen weg, dann würde ich nochmal rüberlaufen zu der... mit der Höhle. Das würde ich ganz gut finden, wenn wir da noch mal hin könnten. Und ja, das würde ich gerne machen. Wo sind die Federn? Keine Federn. Hier haben wir Dosen. Hier sind die Federn. Da haben wir das. Egal, das packe ich hier noch rein. Nägel. Okay, so ein bisschen leer sind. Wir brauchen, wie gesagt, noch die beiden Kupferbarren für die erweiterte Werkbank, damit wir endlich neue Sachen bekommen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Wir haben hier noch eine Ziege drin, ne? Die lassen wir da erstmal. Ich gucke nochmal kurz nach meinen Pflanzen, aber da wird nicht viel passiert sein. Wasser ist ja noch drin. Die Dinger müssen wir noch bauen. Hier ist auch Wasser drin. Ich laufe einmal durch. Los. Wie geil, ne? Richtiges Tor. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir da Kupferbarren haben. Ich hoffe. Dann stellen wir das Ding auf Aluminium, damit wir 3 Aluminium rauskriegen. Das war ja der Plan. Und dann auf Eisen danach. So. Ich wollte den Wagen mitnehmen, aber ist egal. Die Steine haben wir auch zu Hause. Wir müssen danach Steine farmen mit dem... Da brauchen wir den Wagen gar nicht für, ist Quatsch. Für die Forges, damit wir Eisen rauskriegen. Wir müssen 18 Barren herstellen. Das wird jetzt wieder ein bisschen aufwendiger werden. Aber so ist es jetzt eben. Wir müssen halt erstmal Aluminium haben. Ich will unbedingt diese Wasserflasche bauen. Und dann werden wir auch gleich noch den Köcher bauen. Der ist auch wichtig. Hier ist noch Kohle, by the way. Nehme ich gleich mal mit. Her damit. So, dann lass mal gucken. Oh ja. Geil. 3 Stück sogar. Ich möchte Aluminium. Wir können hier sogar Steine extrahieren. Wozu? Warum? Wir müssen hier bald wieder ein bisschen Öl reinmachen, ne? Ölbohrturm wäre halt auch ziemlich gut. Aber wir machen das mit vergammeltem Essen einfach aktuell, ne? Den Biotreibstoff. So, okay, dann machen wir weiter. Das passt für mich. Dann machen wir jetzt die eine Schmelze schon mal an. Warte mal, ich brauche mal hier ein bisschen Gemüse. Lecker. Bisschen Wasser. Noch viel leckerer. So, passt. Haben wir noch irgendwie ein leckeres Melönchen oder sowas. Das wäre halt auch super cool. Oder eine Gurke. Die könnte man nämlich so dann auch schon ernten. Statt darauf zu warten. Aber gut, ist auch egal. So, ich bin auch sehr gespannt, unseren ersten Eintopf zu bauen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ich hoffe, der hält sich auch richtig lange. Wir ernähren uns dann bis zum Winter eher von anderen Sachen. Aber haben dann unseren Eintopf, weißt du? Das ist echt eine gute Idee. So, ich mache erstmal die Schmelze an, eine. Oder aber, wir nehmen jetzt erstmal nur die Kiste. Ich hole erstmal Steine und dann machen wir die Schmelzen an. Das ist auch okay. Hallo? Wo haben wir denn Steine? Erzähl doch mal. Steine respawnen nicht. Dann gehen wir halt hier rüber. Mache ich das Ding einmal voll. Hier vorne. Du und deine Kack-Ausdauer-Charakter. Was ist mit dir? Hier, Stein. Sehr gut. Oh, ich liebe das Spiel, ne? Mir macht das voll Spaß, Leute. Was mir halt keinen Spaß macht, sind diese doofen Zombies. Aber so zwischendurch mal eine Hordengeschichte ist auch okay, ne? Und mir reicht das auch, wenn man zu den Orten fährt
Und da, wo man looten geht, dass da denn welche sind. Das reicht mir komplett. Muss ich auch einfach mal so sagen. Ich finde das super entspannt so. So, machen wir ein bisschen Steinchen hier und da. Einmal voll die Hütte. Ich hätte jetzt auch mit dem Wagen losfahren können, da zwei so eine Steinbehälter drauf machen, ne? Also für größere Sachen ist das dann wahrscheinlich sinnvoller. Aber jetzt wollen wir einfach nur extrahieren. So, einmal noch. Finde klasse, dass man die Behälter so mit sich rumtragen kann. Das finde ich wirklich gut. Dass man diese Option wenigstens hat. Gefällt mir. So. Oh, da passt noch was rein. Ne, den kann ich nicht abbauen. Moment. Hier. Wir haben auch Kohle, ne? Aber Kohle, glaube ich, sollten wir jetzt nicht in den kleinen Schmelzen verbraten. Das brauchen wir, glaube ich, für andere Sachen. So, Ölbohrturm. Dann checken wir auch noch mal. Da brauchen wir aber dann einen neuen Tech-Punkt für. Dann können wir irgendwo einen Ölbohrturm noch hinsetzen. So reicht, ne? Jetzt ist vorbei. Okay, let's go. Hallo, Ziege. Na? Brauche ich gerade nicht. Frösche werden uns dann im Winter wieder helfen. Perfekt. So, ich mache. Als erstes kann ich mal bitte die Spitzhacke wegpacken. Kann ich überhaupt irgendwas wegpacken? Nein. Diese Dinger hier an. Ich mache erstmal nur einen rein. Zack. Dann das hier. Das nehme ich raus. Und das hier. Dann machen wir erstmal die beiden Kupferdinger fertig. Hier einen rein. Den und den. Und dann machen wir hier und da. Wir brauchen 18 Dinger, Leute. Boah, Junge, Junge. Na gut. Ist wie es ist, ne? So, mach gleich schon den nächsten. Einmal voll. So, gleich noch ein bisschen Brennholz. Wir haben eine Menge Arbeit zu erledigen. Aber gut so. Jetzt. Ein noch. So, perfekt. Hier haben wir wieder kein Wasser. Das bedeutet, ich hole hier schon mal eine Runde. Ich will unbedingt die große Flasche haben. Machen wir gleich. Wenn wir Aluminium haben. Nein. Aber erstmal bauen wir uns gleich den Köcher. Damit die eine Truhe leer wird, weil diese beiden Tierhäute sind halt immens groß. Das sind unfassbar viel Platz. So. Ich glaube, ich mache das Ding ganz voll. Und kipp den Rest einfach vorne in die Pflanzen. Bitte schön. So, da kümmere ich mich auch gleich drum. Ich will nur eben die Dinger hier anmachen. Zack. Und zack. So, wie schaut's aus? Hier haben wir einmal Kupferbarren. Dann kommt das da rein. Dann haben wir das, das, das. Dann können wir gleich den da reinmachen. Und so, okay. Machen wir hier die beiden Kupferbarren rein. Fertig ist unsere Werkbank. Yay. Das heißt, wir können jetzt mit den vorgefertigten Eisenspitzhacken-Dingsbums-Gedöns
neue, frische Werkzeuge bauen. Da freue ich mich mega drüber. Was brauche ich hierfür? Pflanzenfasern, Eisenbrocken. Nee, das ist mir zu teuer gerade. Das machen wir nicht. So, dann packe ich den hierhin. Kann ich überhaupt, jetzt wird's spannend, die beiden Tierhäute überhaupt, rausholen? Muss ich, wo muss ich das bauen? Die sind Köcher. Guck mal kurz. Hier ist der Köcher. Herstellung an der Werkbank. Zwei Tierhaut, zwei Seil. Kann ich das überhaupt tragen? Ach, die stecken! Hä? Oh mein Gott, die stecken! Ja, gut. Zwei Seil. Heftig. Wir haben Köcher, Leute. Das ist ja wohl richtig gut. Das heißt, wo sind meine Pfeile? Hier. Kann ich jetzt wirklich mit Pfeil und Bogen arbeiten? Ich nehme mal den Speer kurz raus. Nehme den. Wo ist der Köcher? Wo ist denn der? Ich raff's gerade nicht, ne? Warte, ich muss kurz mal was umsetzen hier. Bin etwas irritiert gerade. Wie funktioniert und wo ist der? Hier ist der Köcher. Ah ja. Ah, warte, warte. Ah, jetzt. Okay. Ja. Dann mache ich mir noch. Wie viele Pfeile kann ich denn am Köcher tragen? Das wissen wir jetzt nicht so genau, ne? Naja, ist nicht so schlimm. So, ich fange schon mal hier hinten an. Also ich möchte unbedingt, dass wir dieses Ding hier fertig kriegen. Das wird halt super teuer werden. 18 Eisenbarren. Oh mein Gott. Da müssen wir noch Bretter machen. Das mache ich jetzt eben mal schon. Da können wir ja schon mal mit anfangen, ne? Warum kann ich die nicht nehmen? So. Aber da brauchen wir halt nur 8 von. Der ist nicht mal abgehauen. So. Ja. Da brauchen wir Nägel. Und so weiter und so fort. Das ist jetzt Fleißarbeit. Noch mehr davon. So, hier nochmal. Zack. Dann machen wir. Haben wir noch Nägel? Wie viele Nägel habe ich dann? Das sind Schrauben. Ich hatte irgendwo noch welche reingelegt. Hier. Das reicht aber nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall im Amboss nochmal ein paar Nägel machen. Dann können wir die schon mal reinklatschen. Acht Stück. Oh, die hätten gereicht, ne? Ja, Mist. Egal. Da, Bretter.
Dann passt das. So. Dann müssen wir halt warten, bis Aluminium irgendwann ready ist. So, und dann als nächstes bauen wir uns die Eisenaxt. Aber ich brauche Platz, ne? Kann jetzt nicht einfach eine Eisenaxt bauen. Kann ich schon. Aber ich brauche Platz im Inventar und in dem Waffenständer. Dafür benötige ich das Ding. Und dann dafür brauche ich noch einen Stock. Okay. Eisenkopf, Eisenaxtkopf und Stock. Das ist ja re relativ easy, ne? Ich bin so ein Honk. Ich habe doch eine neue Werkbank, Mann. Brauche ich die alte Werkbank eigentlich noch? Herstellen. So, und die werde ich hier erstmal reinlegen und werde erstmal die alte verbraten. Ja, so, okay, wir gucken gleich mal. Wir müssen noch die Spitzhacke machen. So. Perfekt. So, hier nochmal ein paar Bretter. Dann hole ich mir die gleich. 1, 2, 3, 4 oder so. So, brauchen wir jetzt nur noch Eisenbahn. Nur noch. Sehr schön. So, dir geht's noch gut, hoffe ich. Wenn man das so nennen kann. Und dann hätte ich gerne noch. Bogen ist, hat 100%. Steinspitzhacke benötigt noch ein bisschen. Weißt du was? Wir werden erstmal diese Axt hier verpulvern. Und sobald die kaputt ist, holen wir uns die Eisenaxt rein. Und dann machen wir. Oder wenn die Steinspitzhacke kaputt ist, machen wir uns die neue Steinspitzhacke. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als das jetzt im Vorfeld schon zu machen. Das ist wahrscheinlich wirklich besser. So. Steine. Boah, das dauert so lange, ne? Boah, nervt. So. Okay. So, dann lass uns mal parallel gucken nach den Pflanzen. Wie geht's euch denn so, ihr kleinen Scheißer? Du brauchst noch Wasser. Ihr braucht alle Wasser. Okay, dann kümmere ich mich darum mal. Bitte? Sobald das fertig ist, ne, das Gemüse, dann kochen wir uns den ersten Eintopf. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir das nächste Mal, wenn wir looten gehen, auch immer diese Dosen mitnehmen. Aber vielleicht können wir ja die Dosen auch selber bauen. Das wäre natürlich cool. Wenn das geht, wäre super. Also hier war voll. Ja, gut. Ich glaube, Gurke brauchen wir ein bisschen mehr. So, Kartoffel ist schon mal ready. Die lasse ich noch mal kurz drin. Zwiebel ist ready. Die beiden müssen noch kurz wachsen und dann geht los. Yay! Dann können wir hier Dinge tun. Machen wir auch einfach. Das heißt, wie läuft das? Ich müsste. Warte, ich muss erstmal dahin. Moment. So, ich müsste tatsächlich das hier.
Gurke, Mais, Kartoffel, Zwiebel. Wir bauen auch gleich wieder neu an, ne? Gurke, Mais, Kartoffel, Zwiebel und dann machen wir Gemüsesalat. Haben wir gemischtes Gemüse und eine Dose und dann können wir das machen. Geil. Gib mir. Das kann ich nehmen. Das noch nicht. Ah. So, Eisenbahnen. Oh Gott, das dauert so lange, Leute. Ich. Naja, was soll's. Noch 14. Die Steine reichen nicht, ne? Wir müssen noch mehr Steine holen. Ich meine, wenn die drei Aluminium-Dinger fertig wären hinten in der Höhle, dann können wir das Ding einfach rausstellen. Aber ich glaube, wenn wir es rausstellen, ist der Treibstoff nicht mehr drin. Ne? Deswegen würde ich es gern stehen lassen und mir lieber die Arbeit machen. Und das Ding hier ist einfach fertig machen, dann ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall auch Eisen und dann ist alles gut. Ich glaube, das ist okay. Oh. Oh nein. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wieso kann man da vier Dinger reinmachen? So, jetzt. Okay. Was ist mit mir? Ich habe Durst. So ist schon besser. Okay, Gemüse, bitte. Brauche mehr Gemüse. Jetzt seid ihr fertig. Okay, perfekt. Ernten. Da machen wir gleich rein. Zwiebel. Zwiebelkeimling. Vor allem das nur eine Zwiebel, Mann. Hä? Was? Das ist ja furchtbar. Von den anderen gibt es zwei. Und von der Zwiebel gibt es nur eine. Was für eine Kacke. Und bei der Kartoffel? Also das finde ich jetzt nicht so geil. Hier ist noch Wasser drinne. Okay. Gut. Das heißt, eigentlich müssen wir noch die anderen beiden Beete, die wir haben, müssen wir noch fertig bauen und dann jeweils Zwiebel und Kartoffel reinmachen, ne? Das ist ja furchtbar. Okay. Ich mache rein das, das, das und das. Einmal gemischtes Gemüse. Dann brauchen wir eine Dose. Wo haben wir die Dose? Hier. Ich hoffe, die hält sich länger. Dose. Gemüse. Herstellen. Und die hält sich 21 Tage. Das ist gut. Guck mal, wie lange die hält. Das ist ja alles in. Das ist ja Realtime, ne? Das ist super, super cool. Okay, dann mache ich hier die Dose jetzt rein. Das ist für den Winter, Leute. So, und diese Sachen hier kann ich, da kann ich leider nichts mit machen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe von allem mehr, außer von den Zwiebeln. Aber die halten sich auch ein bisschen. Guck mal. Nee, Gurke nicht. Mais auch nicht. Aber Kartoffel hält sich ein bisschen länger. Wir brauchen ein Gewächshaus. Dringend.
So. Zack. Okay. Sechs von 18. So, ich würde jetzt gerne noch mal rüberlaufen zu dem anderen Ding. Zwischenzeitlich noch ein paar Steine organisieren, ehrlich gesagt. Ich lauf noch mal kurz rüber zur Höhle. Nimm das mit, mach das Ding voll. Ich glaube, das ist einfach Mais und Gurke. Kriegen wir halt auch so für das Gemüsezeug. Aber Zwiebeln und Kartoffeln müssen wir eigentlich anbauen. Das andere können wir auch so farmen. Vielleicht macht es mehr Sinn, das nicht selber. Wir machen mal die anderen beiden Beete noch ready. Und dann machen wir da noch Zwiebel und Kartoffel rein. Hoffe, das funktioniert. So. Ich hoffe ja auf drei Aluminium, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Es sind zwei. Aber hatten wir nicht noch Aluminiumerz irgendwo? Hatte ich sowas nicht mal gefarmt? Hatte ich nicht Aluminium irgendwo noch, Leute? Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich noch irgendwo Aluminium habe. Wir hatten Aluminium. Ein Ding hatte ich gefarmt. In irgendeinem Ort. Entweder haben wir das noch nicht gebrutzelt. Oder wir haben schon gebrutzelt und das liegt irgendwo in der Kiste. Ich guck noch mal. Ich wüsste nicht, wo wir das sonst für verwendet haben sollen. Falscher Eingang. Okay. Dann hätten wir nämlich drei Aluminiumbarren, machen wir uns die große Wasserflasche. Da passt ein bisschen mehr rein. Und dann müssen wir nicht permanent hin und her rennen. Weißt du, das ist ein bisschen einfacher. Und davon können wir uns auch mehr bauen. Das ist auch gut. Wir könnten zum Beispiel auch zum Wasser runterlaufen und die Dinger dann befüllen. So, ich habe keine Steine geholt. Bin mit dem Ding losgelaufen und habe keine Steine geholt. Warte, wir machen einmal zack, zack. Aluminium mache ich jetzt hier rein. Hallo? Ich guck mal ganz kurz was. Ölkanne. Leute, wir hatten irgendwo Aluminium. Hier. Wusste es. So, das heißt, ich muss auf jeden Fall umgehend wieder zurück und Aluminium ausstellen. Oder wir lassen einfach Aluminium durchlaufen. Ich habe keine Ahnung. Oder lieber Kupfer. Oder wir machen das Ding einfach raus, wenn es leer ist, und machen einfach Eisen oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich meine, der Behälter dort bleibt ja voll, ne? Wir müssen ja nicht alles rausholen. Wir können ja einfach umstellen und wir nehmen dann das raus, was wir brauchen, ne? So, auf jeden Fall, Leute, können wir uns eine Wasserflasche gleich bauen. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber wir haben 7 von 18. Es geht vorwärts. Es geht vorwärts. So, wie sieht's aus? Gleich fertig. Perfekt. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt gleich zwischen den Folgen nochmal eben Holz farmen und Steine. Mach Feuerholz, ne? Wir brauchen Feuerholz. Guck mal, wie schön das aussieht. Toll. So, ist auch gleich fertig.
Zack und zack. Okay, perfekt. So, und jetzt müssen wir bauen eine Wasserflasche. Die war hier zwischen. Hier. Dafür brauchen wir nur die normale Werkbank. Boah, ist das geil. Wir haben eine richtig krasse Wasserflasche jetzt. zweihundert Wasserposter rein. Hier ist voll. So, wait. Ich guck mal, ob ich hier... Das heißt, die brauchen wir nur einmal befüllen. Das 80 rein. Ich muss die nur einmal befüllen, dann ist das Ding voll. Muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das am besten machen. Okay, egal. Wir haben eine ganze Menge geschafft, meine lieben Freunde. Wir können jetzt hier geiles Werkzeug bauen, wahrscheinlich auch coole Waffen. Keine Ahnung. Wir müssen uns genau überlegen, was jetzt sinnvoll ist, was wir in der Höhle abbauen und was wir hier abbauen. Hier machen wir natürlich Eisen, aber in der Höhle, was wir da jetzt für Erze abbauen sollten. Oder ob ich einfach das so mache, dass wir immer Hälfte, Hälfte haben. Alu und Hälfte Kupfer oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich kümmere mich jetzt darum, dass wir hier noch ein paar Steine reinkriegen. Das hier nochmal schnell fertig. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und dann machen wir noch ein bisschen Feuerholz und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Dingen. Ich weiß noch nicht genau. Gewächshaus oder so sollten wir eigentlich machen und das Ding fertig bauen. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!